Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs in die Stadt und heute geht's ja um ein paar Themen, die mich beziehungsweise ich habe mich entschieden, das Video zu machen vor knapp 10-20 Minuten. Und wieso, werde ich euch gleich sagen. Es hat mit jemandem zu tun. Oder mit jemandem, mit Menschen. Was auch immer, ja. Ihr seht, ich bin ein bisschen außer Form, auch ein bisschen verkühlt, aber außer Form, was das Reden betrifft. Lang nichts mehr gemacht und somit auch lang nicht mehr geredet. Es geht heute um Talente und so ein Dreck. Das heißt also im Endeffekt Talente von manchen Menschen und so weiter und so fort. Und da gehört natürlich das Videodrehen auch dazu. Ja. Und werden wir gleich ansprechen. Das heißt, mein Kollege hat mir, also ich habe ihn im Endeffekt gefragt, ja, wollen wir was zusammen machen? Ja, so ein Video für YouTube. Und er hat gemeint, nö, will man nicht machen, weil ich denke mal, es ist ihm peinlich, sowas zu machen, ja, was ich im Endeffekt nicht verstehen kann. Ja. Und das ist das erste Problem schon, was ich damit habe. Das ist das Problem, dass sich Menschen einfach nichts Neues getrauen wollen. Ja, ich habe genug Leute, die sich auch getrauen, neue Sachen auszuprobieren. Aber auch genug, die es nicht machen wollen und die auch ihre Talente ja nicht fördern wollen. Beispielsweise, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die wird wissen, dass ich über sie rede, die super singen kann. Ja. 1A, die will das aber nicht mal probieren. Ich habe sie zwar jetzt letztens darauf angesprochen, sie hat gesagt, sie macht's. Und jetzt habe ich so ein Video gemacht, also solltest du es machen. Nee, aber ich finde das halt einfach schade, dass man sein Talent irgendwie dadurch verliert, ja. Da man im Endeffekt nicht mal probiert, auf YouTube was zu stellen beispielsweise, ja. Man versucht es nicht mal. Von daher finde ich es halt sehr, sehr schade, ja. Und das Gleiche gilt hier. Ich wollte ein Video machen, ja, für YouTube. Und der Kollege hat gesagt, nö, will ich nicht machen. Obwohl er es erstens nicht mal ausprobiert und zweitens mir dadurch irgendwie nicht helfen will. Weil ich habe echt coole Ideen und mir kommt es immer vor, ich meine natürlich nicht immer, aber meistens, dass ich jedem alles recht machen muss, ja, und auch recht machen will, weil ich einfach, das ist auch meine Definition von einem Freund, ja, und dass das andere nicht tun, ja, und dass andere beispielsweise sagen, okay, gut, ist mir im Endeffekt wurscht, ja, will ich nicht machen, ich will dir keinen Gefallen tun, ja, das ist mir aufgefallen und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich hätte eigentlich schon coole Ideen. Muss ich ganz ehrlich eingestehen. Speziell am heutigen Tag, wo wirklich nichts los ist in der Stadt. Ja? Und das ist eigentlich das Hauptthema. Ich denke mal, heute wird es ein sehr, sehr kurzes Video, weil es sehr spontan ist. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare da lasst. Ja? Und vielleicht könnt mir irgendjemand mal helfen, wenn ich irgendwas realisieren will. Ja? Bis dann und ciao.